Bei Großwitwe Felina gibt es etwas mehr zu beachten. Im 25er schnappt sich ein Tank Felina und der oder die anderen Tanks sammeln alle Adds ein. Tankt sie auf ihrer Plattform, die Adds etwas außerhalb, Heiler am besten nicht nebeneinander stehen, zwecks dem Silence, auf welchen wir gleich eingehen werden, und die goldene Regel in WoW, nicht im Feuer bzw. hier Feuerregen stehen. Felina wird im 25er von Anhängern und Jüngern von Naxxramas begleitet, im 10er fallen die Anhänger weg. Die Anhänger stimmen mit Berserkerwut auf einen zu und hinterlassen einen 6 Sekunden anhaltenden AOE-Stille-Effekt, deswegen vor allem eure Heiler schön verteilen. Die Jünger hingegen müssen von einem oder mehreren Priestern übernommen werden, um den Raserei-Buff von Felina mit Umarmung der Witwe zu unterbrechen. Sobald sie diesen also einsetzt, läuft der Priester mit einem der übernommenen Jünger zu Felina und castet die Umarmung. Im 10er fällt das Übernehmen weg, denn hier casten die Jünger dies automatisch bei ihrem Ableben. Schaut also, dass ihr primär die Anhänger umhaut und die Jünger vorerst am Leben lässt. Je nach Länge des Kampfes werden hier mehrere Jünger benötigt. Heißt also antanken lassen und positionieren, Anhänger umhauen und auf die Jünger aufpassen. Bei Raserei mittels Jünger den Buff runternehmen, nicht im Feuer stehen und die Giftblitzsalbe gegenheilen bzw. entgiften.